Peter-Paul-Gerenze-Schule ist eine vielfältige Schule. Die Schülerinnen und Schüler kommen von den verschiedensten Schulen zu uns mit ihrer jeweils ganz eigenen Biografie. Und sie starten alle bei uns neu. Die einen wollen bei uns die Berufsfachschule besuchen, haben dann das Ziel, die mittlere Reife zu erwerben. Die anderen gehen in unser berufliches Gymnasium mit dem Ziel Abitur. Wieder andere machen eine klassische duale Berufsausbildung. Und wir haben auch die sogenannten Assistentenberufe, zweijährige vollschulische Berufsausbildungen und nicht zu vergessen auch eine Schule für Erwachsene. Unseren Beitrag als Schule dafür zu leisten, nachher im Berufsleben erfolgreich und im Studium auch erfolgreich agieren zu können, versuchen wir immer wieder auch im Unterricht Sequenzen einzubauen, die das selbstständige Lernen fordern und fördern. Auf der anderen Seite versuchen wir auch viel aus dem Haus herauszugehen, mit Exkursionen, mit Betriebsbesichtigungen, das ganze theoretische Wissen zu beleben mit praktischen Eindrücken aus der betrieblichen Praxis oder mit Eindrücken aus anderen Lernorten. Typische Arbeitsprozesse aus der beruflichen Arbeitswelt oder aus der Praxis werden während des Unterrichts im Lernbüro, werden während Planspielen, aber auch während Projekten in den Werkstätten der Friedrich-Dessauer Schule umgesetzt. In allen Schulformen werden neben dem allgemeinbildenden Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik berufliche Inhalte aus Wirtschaft und Technik vermittelt. Und damit denke ich oder denken wir, leisten wir einen wesentlichen Beitrag auch für die Region, die qualifizierten Nachwuchskräfte auszubilden. Die Kreissparkasse Limburg ist das größte eigenständige Kreditinstitut im Landkreis Limburg-Weilburg. Und wir haben eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Und insofern sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass unsere Mitarbeiter, unsere künftigen Mitarbeiter, hier auch in hoher Qualität den theoretischen Teil ihrer Ausbildung absolvieren können. Und freuen uns, dass wir hier auch bei den Lehrern über erfahrene Praktiker verfügen. Unser Bildungsangebot soll stets zeitgemäß und zukunftsweisend sein. Dazu zählt auch eine moderne technische Ausstattung unserer Schule. Unser Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler auf eine digitalisierte Studien- und Berufswelt möglichst ideal vorzubereiten. Bereich bereiten wir die Schülerinnen und Schüler durch ein entsprechendes Angebot bei Sprachzertifikaten, durch ein Angebot von bilingualem Fachunterricht und auch durch die Vermittlung von Betriebspraktika sowohl im Inland als auch im Ausland vor, damit wir sie auf eine international geprägte Arbeitswelt vorbereiten. Ja, wir sehen Sport als wichtiges Element für unsere Schüler an und versuchen deswegen sowohl in unserem Sportunterricht, aber immer mal wieder auch außerhalb des Sportunterrichts die Schüler zum Sport treiben zu motivieren, indem wir ihnen neue Bewegungsangebote geben.
Also für uns ist es wichtig, dass die Schüler voneinander und miteinander lernen. Und deshalb ist uns Teamarbeit sehr wichtig. Das erwarten wir von den Schülern. Aber das leben wir Lehrer. Wir erarbeiten Unterricht zusammen. Wir lernen voneinander und wir lernen miteinander. Grundvoraussetzung für schulischen Erfolg ist unserer Meinung nach eine Arbeitsumgebung, in der Toleranz, gegenseitige Wertschätzung und der Respekt vor dem jeweils anderen an erster Stelle stehen müssen. Dies versuchen wir hier an der Schule umzusetzen. Unsere Schüler sind ja nicht nur zum Lernen hier, sondern sie haben ja auch teilweise Probleme im Gepäck neben ihren Schulbüchern. Wenn das dann mal so ist und sie in eine Situation geraten, wo sie selber nicht mehr weiter wissen und auf Hilfe und Unterstützung oder einfach auch nur auf Beratung angewiesen sind, steht hier an der Schule ein Team zur Verfügung. Zum einen unsere Schulsozialarbeiter und zum anderen das Beratungslehrerteam der PPC, die notwendige Unterstützung und Beratung liefern können, wenn sie denn gebraucht wird. Es war eigentlich so das Ganze drumherum, was hier passt. Also ich fühle mich eigentlich hier wirklich quasi zu Hause. Ich bin auch schon ziemlich traurig, dass ich bald hier weg muss, weil einfach die ganze Atmosphäre ist eigentlich perfekt. Man freut sich, morgens hier hinzukommen und man lernt auch sehr viel, auch fürs Leben.